und da kommen die Tränen. Oh nein, das ist echt furchtbar. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mir Kinderspielzeug. Ich habe heute eine Puppe von den Crybabies für euch. Vielleicht kennt ihr ja schon, das sind Puppen, die können echte Tränen weinen. Hier sieht man, glaube ich, auch die Tränendrüsen, wo dann die dicken Krokodilstränen runterkullern. Geeignet für Kinder ab 18 Monaten, also anderthalb Jahren, auch was für kleinere. Und die Puppe hier heißt jetzt Fancy. Ich hatte euch schon zwei andere vorgestellt. Was richtig cool ist, ist, dass sie anscheinend, oder er, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Weiß ich gar nicht. Ich schätze jetzt einfach mal eher ein Mädchen. Sie hat einen Flamingo-Anzug an. Das ist wirklich total knuffig und auch ganz, ganz weich und flauschig. Hier hinten sieht man das auch nochmal auf dem Karton. Es gibt unterschiedliche Crybabies. Eine ganze Serie davon ist hier abgebildet. Ich weiß gar nicht genau, welchen ich euch schon vorgestellt habe. Ich glaube diesen hier mit den Mausohren und ich glaube hier mit dem Leopardenanzug, meine ich. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Schaut gerne noch in die anderen Videos rein. Wir packen jetzt unser Crybaby mal aus und wollen mal schauen, ob wir es beruhigen können. Schauen wir uns Fancy mal genauer an. Den Flamingo-Plüschanzug habe ich ja schon erwähnt. Ich finde den wirklich super cool. So ein richtiger Onesie zum Reinkuscheln. Hier oben dann halt auch mit dem Schnabel. Man kann die Kapuze aber auch abnehmen. Und ich denke, den Anzug kann man auch ausziehen. Aber dann hat unser Crybaby wirklich fast gar keine Haare. Also nur so einen pinken Haarbüschel hier oben. Eher glatzköpfig, hier hinten dann die Batterien. Und ich muss sagen, mit Kapuze gefällt mir das Crybaby auf jeden Fall besser. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt hier über diesen riesigen Schädel wieder rüber bekomme. Ja, der Kopf ist wirklich ziemlich groß. Die Arme lassen sich bewegen. Hier an den Ärmchen sind auch noch so Flügel angedeutet von dem Flamingo. Die Beine lassen sich auch bewegen. Man kann also das Crybaby auch hinsetzen. Und ich finde wirklich die Augen ganz, ganz schön. Die sind in einem richtig krassen hellblau, eisblau, türkiston. Und jetzt schauen wir mal, ob unser Baby auch weint. Ich will es eigentlich gar nicht probieren. Ich kenne das ja schon von den anderen Crybabys, aber sobald man den Schnuller zieht, ist hier wirklich Alarm. Okay, ich habe jetzt von dem Testmodus auf eingeschaltet. Und jetzt fängt unser Crybaby Fancy hier auch an zu brabbeln. Und noch passiert nichts. Und es geht schon los. Wirklich herzzerreißend. Da möchte man am liebsten, dass das Kleine sofort aufhört. Und das kann man auch relativ schnell hinkriegen, indem man einfach den Schnuller wieder reinsteckt. Die kleinen Händchen sind auch total süß, finde ich. Wirklich winzig. Noch kleiner als bei einem richtigen Baby, glaube ich. Und so ist unser Fancy, unsere Puppe oder unsere Fancy, haben wir ja gesagt, zufrieden. Man kann mit ihr ganz normal spielen, aber wirklich aufpassen, wenn sie ihren Schnuller verliert, dann ist Schluss mit lustig. Dann geht's richtig los mit der Schreierei, aber man kann die Puppe, wie gesagt, ganz einfach beruhigen, indem man einfach den Schnuller dann wieder reintut. Na? Und sie fängt wieder an zu weinen. Und direkt hat sie ihren Nuckel wieder drin. Was ich euch bislang noch nicht gezeigt habe, ist hier hinten, da hat sie am Hinterkopf so eine Öffnung. Da muss nämlich Wasser reingeführt werden. Bislang haben wir sie ja nur weinen gehört, aber wir haben noch keine echten Tränen gesehen. Und das funktioniert eben nur, wenn hier Wasser eingeführt wird. Und das machen wir eben. Und dann fließen auch wirklich die dicken Krokodilstränen. So, den Wassertank habe ich jetzt gefüllt. Und jetzt können wir auch die Kapuze wieder aufsetzen. Hier seht ihr noch ein paar Tropfen Wasser abbekommen. Nicht so schlimm, die kann man dann einfach wegtupfen. Und jetzt kann man gespannt sein, wie sie reagiert, wenn wir ihr jetzt den Schnuller wegnehmen. So, Flamingo ist auf. Hier am Öhrchen hängt es noch ein bisschen. So, los geht's. Jetzt kommt Fancy in Aktion. Ich hole euch mal so nah wie möglich ran. Sie fängt gar nicht an zu weinen. Scheint sie nichts gestört zu haben. Oder vielleicht dauert es ja hier auch ein bisschen länger. Oh, da kommen die Tränen. Oh nein, das ist echt furchtbar. Ich finde, mit den Tränen macht es das Ganze echt noch viel dramatischer und schlimmer. Okay, ich halte das nicht länger aus. Ich muss den Schnuller sofort wieder reinstecken. Und schon hört es auch auf mit dem Weinen. Wirklich eine ganz, ganz süße Puppe. Eben auch gedacht oder geeignet für Kinder, die ein bisschen jünger sind. 18 Monate. Also anderthalb Jahre, natürlich auch für ältere Kinder.
Aber diese Weinfunktion, die finde ich bei dieser Puppe wirklich besonders dramatisch und das zerreißt einem so ein bisschen das Herz, diese arme kleine Puppe weinen zu sehen. Ich finde sie auf jeden Fall total süß, auch mit dem Outfit hier, mit diesem Flamingo-Overall. Aber die Crybabies haben ja alle bestimmte Sachen. Wenn die jetzt noch ein paar Tränen kullern, dann liegt es nur daran, dass hier noch welche drin waren. Aber nicht, weil sie unzufrieden ist. Sie hat ja jetzt ihren Schnuller. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert. Und wenn ihr kein Video verpassen möchtet, dann einfach auf das kleine Glöckchen drücken. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss!